Moin Moin Traderinnen und Trader und willkommen zur Marktbesprechung hier am zweiten Handelstag der aktuellen Woche. Wir sehen es. Eines der Themen heute. Euro, US-Dollar öffnet die Schwäche den Bären das Tor. Oder hebt sie das Tor direkt aus und wir rutschen deutlich tiefer? Mal sehen, was kommt. Wir schauen gleich in den Chart. Dazu nach Kandola, japanisches Yen und US-Dollar, Kandala und damit allen, die hier auch live zuschauen, einen schönen guten Morgen aus meinem Büro hier in Delic, meiner Heimatstadt. Und wie immer die Bitte, wer einen Wunschmarkt hat, rein in die Chats auf Facebook und auf GoToWebinar. Ich kümmere mich wirklich sehr, sehr drum und auch danke. Für die Guten Morgengröße. Das Ganze hier zunächst noch verbunden mit dem Risikohinweis, wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margen, der kann zu Verlusten führen und damit. Blicken wir auf sehr, sehr interessante Nachrichten aus China. Schaut es an, heute Nacht haben wir bekommen aus China den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Und das ist, muss ich echt sagen, für mich persönlich eine gigantische Überraschung, weil wir wissen ja, China ist früh getroffen worden von der ganzen Corona-Krise. Wir hatten dort ziemlich starke Einschränkungen der Wirtschaft. Und hoppala, was sehen wir hier? Das, der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe haut uns hier plötzlich eine 52 um die Ohren. Erwartet wurden waren 45, der vorherige Wert waren 35. Das muss ich wirklich sagen, ist mal eine Hausnummer, nicht von schlechten Eltern. 8 Uhr. Dann gab es das BIP aus Großbritannien äh, zum vierten Quartal aus dem vergangenen Jahr sozusagen hier. Das ist jetzt für die Märkte aktuell nicht so relevant. Relevant könnte sein das Thema Veränderung der Arbeitslosigkeit hier bei uns in Deutschland. Das Ganze gibt es um 9.55 Uhr. Warum könnte das relevant sein? Ähm, aus dem Punkt, dass das auch definitiv Auswirkungen auf das Konsumentenverhalten hat. Das heißt, wenn wir hier bei uns in Deutschland plötzlich steigende Arbeitslosigquoten haben, und zwar nachhaltig steigende, dann wird es schlecht sein für das BIP. Und das BIP, das Schlechte, ist dann wiederum schlecht für die Entwicklung. Weil wir haben ja mittlerweile schon oft genug gehört, dass wir aktuell sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit der Produktion haben. Das Corona, die Corona-Pause untermauert das Ganze noch. Und wenn wir hier dann auch weiter langfristig Probleme im Export haben und in der Binnenwirtschaft, dann ist das schlecht für alles. Aber das warten wir mal ab 11 Uhr die Verbraucherpreise aus der EU hier an dieser Stelle für den Monat März. Na gut, da wird keiner hier die Bäume aus dem Wald reißen. Aus Kanada gibt es das BIP um 14.30 Uhr und um 16 Uhr. Dann das Conference bot Verbrauchervertrauen aus den USA. Das wird übrigens sehr sehr interessant sein, weil das Verbrauchervertrauen ist in den USA auch eine sehr sehr wichtige Stellschraube und da werden wir sehen, was wird. Wir sehen auf alle Fälle schon mal einen deutlichen Rückgang der Erwartungen. Der letzte Wert waren 130,7. Die Erwartungen stehen aktuell bei 110. Wir lassen uns am Nachmittag überraschen, wo es hingeht. Aktuell sind die Märkte ja sehr sehr positiv gestimmt. Das heißt, wir sehen hier deutliche Kurssteigerung in den Indizes. Mal schauen, wie lange das so weitergeht. Freitag gibt es ja wieder die große Analyse. Zusätzlich zur großen Analyse schauen wir uns diese Woche auch mal noch den Goldpreis an. Hier auch mit Hintergrund des Themas Hyperinflation. Da habe ich eine Anfrage bekommen, wie sich der Goldpreis in solchen Zeiten entwickeln kann, damit man ein Szenario besprechen hat. Wir beleuchten das Ganze mal ein wenig am Freitag. Das also zu den Nachrichten hier an dieser Stelle für den heutigen Tag. Das bitte auch nicht, in, in sage ich mal, in Gänze zur Vollständigkeit nutzen, bitte bei jedem einzelnen Trade, auch bei den eigenen Währungen. Ja, ich mache hier immer nur einen Auszug von dem, was kommt. Reinschauen in die Nachrichten, damit man hier nicht auf dem falschen Fuß erwischt wird. Und damit gehen wir rüber in die Charts und gucken rein in den Währung oder in das Währungspaar. Kanadischer Dollar, japanischer Yen. Fangen wir einfach mal damit an, an dieser Stelle. Wir haben hier einen Markt, wir sehen es, der kam deutlich von oben. Ich schalte mal hier kurz noch eine Perspektive höher. Wir haben es gesehen hier, der Deckel oben drauf bei 84,55. Da ging einfach mehrfach nichts drüber. Dann kam der große Rutsch hier. Ordentliche Spikes auch zur Unterseite. Wir haben das aktuelle Jahrestief hier bei Kursen um die 73,80. Das Ganze hier im Chart zu sehen. Und das sehen wir natürlich immer als Spikes unten drinnen liegen hier an dieser Stelle. Das heißt, da kam der Markt direkt wieder hoch. Ja, wir schwanken jetzt ganz grob gesagt. Seit geraumer Zeit zwischen 78,3 und 75,9. Das in etwa die große Breite. Jetzt gucken wir uns das Ganze allerdings mal auf Tagesbasis an und da sieht das Bild ein klein wenig anders aus. Hier schaut es nämlich wirklich so aus, als wenn der Markt sich im Median dieser großen Schwankungsbreite äh, in Kürze für eine Richtung entscheiden könnte. Heißt also, wir müssen hier mal noch eine, eine Richtung weiter, eine Richtung tiefer reinzoomen, um genau zu sehen, wo wir hingehen können. Weil wir hier, ich mache mal ganz kurz die Trenderkennung, die automatische raus. Ähm, wir haben hier untergeordnet seit dem letzten Schwung unten von diesem Jahrestief um die 73,8 hat sich hier untergeordnet ein Trend gebildet. Und dieser Trend stößt sich oben mittlerweile so ein bisschen den Kopf, aber er ist schon mal drüber gelaufen, über diesen wichtigen Widerstandsbereich. Ne? Also das Hoch haben wir ja hier bei 7847 ähm, gehabt und das hat natürlich jetzt immer noch die Chance, dass sich das, was sich hier unten drunter gebildet hat, trotz der tiefen Korrektur nach oben fortsetzt. Bricht es unten drunter? Ganz klar, das ist dann ziemlich einfach zu sagen. Dann richtet sich der Fokus wieder auf die alten Tiefs. Prallte aber ab, haben wir eine Chance auch zur Oberseite. Und diese Chance könnten wir nutzen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal den Trend der vier Stunden hier an dieser Stelle an. Da sehen wir nämlich, dass der Markt mittlerweile hier von unten nach oben rausgekommen ist und wir tatsächlich hier unten in diesem Tiefbereich stehen. Und dass dieser Tiefbereich eine gewisse Relevanz hier hat, das sehen wir auch hier drüben, der Markt hat um diese Bereich, das ist halt das Median, schon einiges an Erfahrung gefunden, wo wir uns drum drehen, also oszillieren sozusagen. Und das wäre jetzt einfach mal... Ein Wechsel des, des, des Oszillierens, dass man nicht immer wieder drunter fällt, sondern dass man drüber bleibt. Und das wäre echt interessant, wenn wir hier tatsächlich nach oben laufen würden, das Ganze sozusagen als Abprall nutzen und hier die Richtung hochgehen. Wir gehen mal noch eine Stunde, also einmal runter auf die Stunde. Da sehen wir nämlich den letzten Abwärtsschub. Also kurz gesagt, das, was wir hier jetzt im 4-Stunden-Chart als Trend sehen. Hier auch die letzte Bewegung runter. Das gucken wir uns jetzt mal kurz im Stundenchart an, weil da sehen wir momentan, dass der Markt definitiv hier abwärts gerichtet ist. Wir haben den Abwärtstrend nach unten da und hier sehen wir so einen ganz kleinen, leichten, doppelten Boden hier an dieser Stelle. Ich mache mal kurz den, den Zeitrahmen an. Also das ist das, die Abwärtstendenz, die wir hier sehen und das ist jetzt sehr, sehr interessant. Wir haben hier mittlerweile schon mal wichtige Marke rausgenommen im kleinen Bereich. Das ist wirklich im ganz, ganz kleinen Bereich. Haben wir hier so einen wichtigen Drehbereich um die 76,32 rausgenommen und schwingen jetzt schon wieder nach oben und wenn das, was hier jetzt blau markiert ist, es schafft hier Oben über dieses Level drüber zu laufen, hier über diesen Bereich, dann wäre es hier der Drehpunkt, dass der Markt tatsächlich einen Boden temporär dort unten gefunden haben, was wir gerade im Tageschart gesehen haben, und nach oben schwingt. Und das gibt uns dann die Chance, über die Korrektur Hochs hier wieder Richtung der oberen Range zu laufen und es am nächsten Versuch oder auf den nächsten Versuch ankommen zu lassen, diesen Bereich zu überschreiten und möglicherweise hier. Jetzt geht es wieder zurück in den 4-Stunden-Chat, möglicherweise hier tatsächlich rauszulaufen und diesen Trend auch fortzusetzen. Das heißt, diesen, ich skizziere das mal ganz kurz hier, das, was wir hier haben, wenn wir tatsächlich jetzt von unten rauskommen in der Verortung des 4-Stunden-Trends, dann haben wir tatsächlich die Chance hier oben drüber zu laufen und dann weitere Level auf der Oberseite anzugehen, ja, wir sehen es dann oben rum, wenn wir jetzt im kleinen Bereich erstmal rauskommen, haben wir hier schön die Anlaufbereiche hier um die 77, ich mache das mal ganz kurz weiter, springt das mal noch ein bisschen hoch hier, die heißt die 77,5 und dann entsprechend hier kurz unter dem Widerstand, äh, unter dem Widerstand um die 78,2. Das sind die Swing-Los, äh, die swing heißt sozusagen dieser Abwärtsbewegung. Wenn es hier unten rumdreht, wären das erste Anlaufpunkte und dann selbstverständlich hier. Über dem Widerstand das aktuelle Zwischenhoch. Trendfortsetzung bringt uns dann mit Blick in die größeren Zeiteinheiten hier, wenn wir auch mal in den Tag schauen, hier in dieses höhere Schwunglevel, die 79,88, die dann reinkommt. Da ist noch viel, viel Luft. Erstmal muss der Markt hier drehen und wenn er dreht, haben wir zumindest mit Blick auf die kleineren Trends hier in der Vier-Stunde einiges an Potenzial zur Oberseite. Beim Thema Potenzial schauen wir hier in den nächsten Markt. Auch mit Potenzial zur Oberseite. Hier die Währung US-Dollar kann -Dollar. Eine feine Umkehrsituation haben wir hier mittlerweile vom Markt auch bestätigt bekommen. Im Blog habe ich es geschrieben. Hier verortet das Ganze in einem Aufwärtstrend. Hier ich habe einfach mal das größere Bild gezeichnet. Hier die starke Gegenbewegung unten raus. Aber jetzt sehen wir hier. Dieser kleine Schwungbereich hier um die 1,392 hat den Boden bereitet für die erste Gegenwegen oben raus und wir sind gestern über das Hoch des Abwärtstrends gelaufen. Das heißt, der Abwärtstrend ist gebrochen. Und wenn sich das Ganze jetzt nach oben fortsetzt, so wie wir das hier im Tageschart schon sehen, wir schauen uns das gleich auch in der Stunde an, dann haben wir gute Chancen, den Weg nach oben wieder aufzunehmen. Das heißt, hier oben rein Richtung Trend hoch. Zwischenstationen haben wir auch. Das sind hier die magentafarbenen Linien. Die schauen wir uns allerdings jetzt direkt in der untergeordneten Zeiteinheit an. Das heißt, das, was wir hier an dieser Stelle sehen, ist hier ein aufwärtstrendender Markt. Das heißt, wir haben hier auch das skizziere ich nochmal ein, damit wir das schön sehen können, auf was ich mich hier beziehe. Das ist mal der Trend, der hier nach oben läuft. Er schwingt sich schön nach oben, korrigiert auch immer schön. Und hier oben sind wir jetzt halt über das Tageshoch von gestern schon reingelaufen und sehen den Markt jetzt hier nach oben laufen. Fortsetzung würde bedeuten, wir laufen hier übers aktuelle Swinghoch drüber und laufen dann die anderen Punkte an. Dieser Trend nach unten ist definitiv rausgenommen, weil wir hier. Schon über dieses Zwischenhoch drüber gelaufen sind. Es hat eine Weile gedauert. Wir sehen auch, der Markt hat das Ganze nicht leicht so nach oben weggespielt, sondern hat in diesem Bereich immer wieder gedreht. Das heißt, er hat dieses Level auch getestet und jetzt scheint es sich tatsächlich oben drüber fortsetzen zu wollen. Wie schon gesagt, da haben wir Chancen. Heute Nachmittag gibt es ja aus Kanada noch ein paar Zahlen, aber die Oberseite schaut zumindest aus jetziger Sicht relativ gut aus. Trendfortsetzung hier im kleinen Bereich würde die Bestätigung der Umkehr auf Tagesbasis bedeuten. Und wie schon gesagt, ich hatte es avisiert, wir sehen auch hier in der Stunde ein paar schöne Anlaufbereiche hier. Wir sind jetzt hier im Ausbruchlevel. Das ist auch ein Widerstandsbereich hier an dieser Stelle. Den kann ich auch gleich mal noch einzeichnen. Das sehen wir hier sehr, sehr schön. Und wie schon gesagt, wenn es der Markt tatsächlich schafft, sich über diesen Widerstand hinwegzusetzen, dann haben wir wirklich alle Karten in der Longseite auf der Hand. Im kleineren Bereich kann man sagen hier. Die letzte, der letzte Abwärtstrend, der kleine, den wir hier sehen an dieser Stelle, der hat die Anlaufpunkte hier an den Swing Highs und zwar um die 1.42.77, 1.44.25 beziehungsweise hier dann in diesem Bereich 1.45.3 und 1.45.6. Das Ganze hier auch im größeren Bereich dann schon zu sehen. Also das ist ja der größere Abwärtstrend, den wir hier haben in der Stunde am Laufen. Und da haben wir hier dieses Level, bevor wir dann oben das aktuelle Zwischenhoch im Tagestrend bei 146.6 entsprechend sehen. Also auch hier zeigen uns wieder die kleineren Zeiteinheiten, wo es lang geht und wir das Ganze schön nach oben begleiten können. Ansonsten, wenn das Ganze natürlich nicht weitergeht und wir doch von diesem Widerstandslevel abprallen, dann natürlich die Gefahr eines frühzeitigen Richtungswechsels. Und dann hier gucke ich nochmal ganz kurz unten rein. Also sollten wir tatsächlich hier Kleben bleiben bzw. nicht drüber hinauslaufen, dann wird es wichtig, was passiert hier unten am Trend tief. Fallen wir hier über die 1,41 drunter, also das Low hier unten, dann geht der Weg natürlich zur Unterseite hin und da haben wir nach unten hin die Anlaufmarke. Also wenn wir hier unten drunter fallen, Ganz grob. Dann haben wir hier den nächsten Anlaufpunkt auf der Unterseite bei 141. Das bringt jetzt hier an dieser Stelle die gute Dynamik auf Tagesbasis noch nicht komplett zum Erliegen, aber das wäre schon ein deutlich schlechtes Zeichen, dass wir erst einmal wieder hier in Richtung des Zwischentiefs auf Tagesbasis fallen und die Korrektur dann doch noch nicht zu Ende ist. Das können wir definitiv auch mit auf der Uhr haben. Von der Seite her ist das Ganze ein zweites Szenario. Bei den Szenarien bleiben wir. Auch bei dem Abwärtsszenario, allerdings in einer anderen Währung, heißt also, wir blicken hier und jetzt in das Währungspaar Euro-US-Dollar. Erst einmal kurz in den Tageschart rein. Wir sehen im Tageschart momentan. Strat Entschuldigt bitte ein recht schwacher wochenstart nach dieser starken aufwärtsdynamik was hier an dieser stelle auch auffällt ich habe das mal eingezeichnet gelassen schaut euch mal hier den lower time frame an das ist das was wir hier sehen das dünn eingezeichnete wir sind verortet innerhalb eines abwärtstrends und was wir hier sehen ist der startende, die startende umkehr im abwärtstrend das einzige, was beim Euro-US-Dollar immer ein bisschen tricky ist, ist die Tatsache, wenn wir so große Schwankungsbreiten haben, dann sind wir halt immer noch in Trends verortet, ohne dass ein Trend durch starke Schwankung kaputt geht. Und das ist halt ein bisschen schwierig momentan. Wenn wir uns das mal anschauen hier, ich zoome das mal kurz etwas näher ran. Hier. Das ist sozusagen der Trend, den wir untergeordnet am Laufen haben. Hier das aktuelle Zwischenhoch an dieser Stelle. Und diese Außenkerze, das ist halt das, wo ich sage, das macht es immer etwas tricky. Aber das ist natürlich auch eine Chance, die wir haben. Wie schon gesagt, das Umkehrsignal, der erste Start der Umkehr, den haben wir hier gesehen gestern mit dieser Abverkaufskerze, die wir hier haben. Die wird mittlerweile auch bestätigt. Das heißt, der Markt läuft schön wieder runter. Hier gucken wir uns das Ganze jetzt mal eben im 4-Stunden-Chart an. Und im 4-Stunden-Chart, da sehen wir hier, die Stunde wird hier eingezeichnet, die ist schon abwärtsgerichtet. Die Stunde trendet schon sehr, sehr schön nach unten. Aber ein wichtiges Level ist halt hier, die Marke um die 10953. Äh, hier, das ist halt das Level, wo im 4-Stunden-Chart der Bruch passieren muss, dass wir tatsächlich die... Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, die Korrektive aus dem Markt nehmen. Das ist der Drehpunkt, das ist die wichtige Sache. Alles andere hier zwischendrin ist nur korrektive Phase, nicht mehr, nicht weniger, auch wenn es trendet, ja, dass dieser Trend ist definitiv handelbar, ja? wenn wir uns das mal kurz in der Stunde anschauen, schaut es euch an, jetzt mache ich mal die kleine Zeiterkennung raus, wir trenden hier schön nach unten, hier hat es angefangen, das Ganze, hier schiebt es sich runter, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, wir sind schön verortet, aber auch hier in der Stunde, und da braucht man, da braucht man, äh, sag ich mal, nicht hin und her zu überlegen, wir sehen es in der Stunde genau das gleiche Bild, schaut es euch einfach mal an. Das wichtige Level, was wir hier sehen, schaut es, ich ziehe es mal ganz kurz hoch, das ist das gleiche wie im vier stunden chart Das Tief des aktuellen Aufwärtstrends, auch auf Stundenbasis, hier, da haben wir es, das liegt ebenfalls bei 1,09 und das, was wir hier sehen, ist nur der korrektive Trend, ja. Und der... Wird halt erst dann federführend, wenn wir unter diese Marke laufen. Das heißt, hier wird es mega mäßig spannend, was passiert. Fallen wir hier drunter, haben wir schönes Downside-Potential, bleiben wir aber drüber, dann erst einmal wieder Richtung Widerstand bei 11148 knapp nach oben. Und das können wir auch schön sehen, warum? Wir sehen hier aktuell die Korrektur. Das ist eine Korrektur und momentan, wenn wir uns die Korrektur mal anschauen, haben wir hier so ein paar kleine Schwungbereiche. Also hier in diesem Bereich unten drinnen, hier wo der Markt immer wieder dreht, hier unten dieses kleine Low. Das sind wichtige Marker, wo wir sehen, der Markt, der will immer mal wieder nach oben. So richtig nach unten will er noch nicht, um wer es sich hier auf die Lauer legt. Und möglicherweise eine Chance bekommen möchte, nach oben zu traden, weil wir doch nicht runterfallen, dann kann man das natürlich schön in den kleinen Zeiteinheiten erkennen. So weit ist es bei weitem noch nicht. ja, Also, wir sind auch in den fünf Minuten definitiv abwärts gerichtet. Das sieht man hier: fallende Tiefs, fallende Hoch. Da gibt es überhaupt keinen Trendwechsel. Und auch hier in den fünf Minuten gibt es halt immer mal wieder so hässliche Sachen mit extrem langen Kerzen. Aber wie schon gesagt, sollten wir hier eine Trendumkehr bekommen, ja, dass der Markt hier unten reinschwingt. Mal ganz kurz, vielleicht sieht man das, wenn ich das einzeichne. Also schaut's hier, der Markt schwingt ja hier runter, also hier, der Schub nach unten, hier die Korrektur, hier der Weg nach oben. Aber wenn wir aber vielleicht hier unten so einen Zacken dann bekommen und der Markt hier sowas macht, das wäre mal eine Umkehr im kleinen und für die Trader, die wirklich im kleinsten agieren wollen, die können natürlich sowas mit nutzen, um hier den Markt dann nach oben zu traden. Noch ist es nicht so weit, aber ich sage es mit Absicht, legt euch da bitte auf die Lauer, die, die so nah am Markt sitzen können und schaut rein, was passiert, wenn wir hier eine Umkehr bekommen. Das könnte ordentlich Potenzial nach oben nochmal geben. Ansonsten, wie ich schon gesagt, wenn wir hier drunter brechen, dann haben wir alle Chancen offen für die Unterseite. Und da ist der Markt dann offen. Anlaufmarke haben wir hier. Ich habe mich da mal bezogen, jetzt in der Einszeichnung hier auf wichtige Trendtiefs. Die haben wir hier natürlich unten liegen, um die 107 und dann hier schon am Tief bei 10635. Zwischendrin gibt es auch noch einen wichtigen Anlaufpunkt, nämlich hier diese Marke, dieses letzte Ausbruchslevel, was wir hier haben. Das ist dann natürlich eine interessante Geschichte hier um die Marke von Kleinen Augenblick, ich klemme da noch ein Preisschildchen dran. Hier oben drüber haben wir es also ungefähr die Marke von ja etwas unter 1088, 1089, das in diesem Bereich als weiterer Anlaufpunkt. Das ist eine alte Kaufzone und diese alten Kaufzonen haben immer mal Relevanzen und die kann man durchaus mit auf der Uhr hier haben. Das zum Euro-US-Dollar. So, jetzt blicke ich mal noch kurz in die Fragefelder rein. Fragen habe ich keine. Das Ganze, ah, wir sehen hier auch heute wieder Grüße aus Limassol. Guten Morgen, Carla. Schön, äh, wenn unsere Leute aus dem Office, aus unserem Head-Office hier auch immer mal mit zuschauen. Das zeigt uns einfach hier. Es ist interessant, was wir tun. Schöne Handelsideen und ich würde an dieser Stelle sagen, Fragen gibt es keine. Dann von meiner Seite her einen ganz, ganz herzlichen Dank für das, was wir heute Morgen wieder sehen durften. Morgen Blog-Eintrag, wieder natürlich vor dem Webinar 38 Uhr gehen wir dann live rein in die Session. Bis dahin allen eine gute Zeit, ordentliche Trades, bleibt gesund, empfehlt uns weiter und bis morgen. Ich danke. Bis dann. Tschüss.